Ja, hey Leute, hier ist Just Eddie am Start mit einem neuen Stream. Ne, nicht Stream, sondern Tutorial. Und zwar geht es heute um Silk Road Online, die russische Version und wie du einfach dieses Spiel ganz entspannt zocken kannst, weil tatsächlich mittlerweile viele Leute angekommen sind und gefragt haben, ey Eddie, wie geht das? Also, es ist simpel, ich werde euch alle Links in die Videobeschreibung packen und deswegen macht euch keinen Stress, wir fangen einfach an. Und zwar fangen wir an mit, wir gehen auf Seite ru.4games.com. Hier haben wir eine wunderschöne übersichtliche Seite. Wir gehen auf Silk Road Online. Dann klicken wir hier oben auf diesen Button. Boom. Und können uns jetzt hier einloggen. Oder hier drauf registrieren. Dann registriert ihr euch entweder mit eurer E-Mail, Passwort, gebt euer Land ein und so weiter und so fort. Häkchen rein und bestätigen den ganzen Kram. Oder wir loggen uns über Google ein. Ich habe mich damals über Google registriert. Also mache ich den ganzen Spaß jetzt hier wieder. Und mach kurz auf Pause, weil ich jetzt einen Bestätigungscode auf meine E-Mail bekommen habe. Das werdet ihr auch bei der Registrierung kriegen. Also muss es eine gültige E-Mail sein. Gebt mir einen Moment. So, liebe Freunde, wir geben diesen Code jetzt hier ein. Zack. Und sind eingeloggt. Erster Schritt ist getan. Schritt Nummer 2. Wir gehen jetzt hier oben auf diesen wunderschönen goldleuchtenden Button. Klicken hier drauf und können damit das Game runterladen. Und zwar den 4Games Setup. Und das ist quasi der Launcher, der über allem steht. Wenn wir das gemacht haben, können wir quasi den speichert ihr ganz normal. Ja? Danach werdet ihr den, nachdem ihr den installiert habt, werdet ihr ganz normal hier ein 4Game-Icon haben. Das startet ihr. Ja, alles wunderbar, alles schön und gut. Ihr seid ja erstmal noch nicht eingeloggt. Ihr müsst euch selbstverständlich auch hier dann noch einmal einloggen in den 4Game-Launcher. Das ist jetzt bei mir automatisch gemacht. Das müsst ihr natürlich erstmal noch machen. Ihr habt dann, soweit ich das jetzt gerade im Kopf habe, auch mehrere Spiele zur Auswahl. Ich gucke mal, ob ich hier gucken kann, wie das, ja, müsste so aussehen ungefähr. Und ihr seid hier nicht eingeloggt. Im besten Fall seid ihr eingeloggt, ich kann es euch gerade nicht sagen, aber wenn nicht, loggt ihr euch ein und sucht euch hier Silk Road natürlich aus. Klickt drauf und könnt das Spiel dann installieren. Installieren müsste hier auch so ein Button sein. Nachdem ihr es aber installiert habt, speichert sich das. Darauf kommen wir gleich. Wobei, das machen wir jetzt, weil, liebe Freunde, ihr wollt das Spiel ja auf Englisch spielen. Ja, startet das Spiel ruhig mal. Ihr werdet sehen, es wird auf Russisch sein. Genau, startet es. Vielleicht startet ihr es zuerst mal, weil dann kann der Frost Extreme Launcher und so sich auch installieren und sowas, alles ja nicht unrelevant ist. Ich habe jetzt hier auf Starten gedrückt, quasi. Jetzt öffnet sich hier auch Frost Security und das Game startet. Und ihr könnt sehen, bei mir ist es schon auf Englisch. Wir müssen uns auch nicht nochmal einloggen oder sonst was. Das ist alles schon passiert. Wir können den Server auch nicht noch auswählen oder so. Wir können nur auf Select drücken. Und dadurch starten wir automatisch das Game. Boom. Bei mir ist ja alles schon auf Englisch. Hä? Wie geht das denn? Weil bei euch wird alles auf Russisch stehen. Dafür schließen wir das ganze Spiel nochmal. Gehen dann hier nochmal auf unseren Internet-Browser. Und öffnen dann diese Seite hier. Das ist eine Elite-PvP-Seite. Warum ich euch nicht den Download-Link schicke, ist, weil der Patch, der Media Picker 2 Patch, muss immer wieder erneuert werden, weil wenn ein Update in-game kommt, habt ihr automatisch das Game wieder auf Russisch. Müsst es euch also neu runterladen, die Media Picker 2 Datei. Die ist aber auch jedes Mal natürlich gepatcht. Das heißt, wir gehen auf diese Seite hier, weil die uploadet immer den aktuellsten Patch. Ich werde diesen Link natürlich noch in die Beschreibung posten. Habt ihr keinen Elite-PvP-Account, müsst ihr euch einmachen. So, jetzt haben wir das aber alles schon. Gehen dann hier auf Download ESRO English Media V1.5. Werden weitergeleitet und können das jetzt hier runterladen. Aber, Sekunde, ich schau mal. Ja, runterladen geht alles ohne Probleme. Das machen wir jetzt aber nicht. Jetzt ist es nämlich so, dass wir die Datei starten müssen. So, ich habe gerade die Media Picker 2, die ich runtergeladen habe oder die ihr da runtergeladen habt, gestartet. So, die müssen wir jetzt entpacken. Dafür müssen wir ein Passwort eingeben. Das Passwort ist RoLobby. Und okay. Ich werde euch das Passwort selbstverständlich noch in die Videobeschreibung packen. So, jetzt haben wir hier die Datei, darauf drücken wir, haben hier die Media Picker 2, machen Entpacken nach und suchen jetzt den Ordner. Der Ordner ist in der Regel, wenn ihr das nicht geändert habt, auf C
dann auf Games und dann habt ihr da Silk Road. Wenn ich das jetzt in meinen Silk Road Ordner dann entpacke, habe ich das automatisch, also werde ich das automatisch ersetzen für die alte Media Picker 2. Wenn ich jetzt hier OK drücke, wird hier stehen, die folgende Datei ist bereits vorhanden, will ich sie ersetzen, will ich beide beibehalten oder was auch immer. Ich mache das Ganze natürlich jetzt nicht. Um sicher zu sein, dass ihr die richtige Media Picker 2 habt, könnt ihr natürlich jetzt auch die Größe der Datei vergleichen. Da werdet ihr sehen, wie groß die Datei sein muss. Wäre da jetzt eine Differenz, wüsste ich, die ist nicht ganz geupdatet. Also Vorsicht, könnte zum Fehler im Game führen. Wir machen jetzt abbrechen, dann passiert nichts. Können jetzt das Game immer noch wie gehabt starten. Alles wunderbar und es wird in-game auf Englisch sein. Genau, ich werde euch selbstverständlich alle Links und so weiter in die Beschreibung packen. Aber um es jetzt nochmal grob zusammenzufassen, ihr geht auf die russische Internetseite von Silk Road Online, registriert euch da, ladet euch dann das Game runter, beziehungsweise den 4Games Launcher. Auf dem 4Games Launcher müsst ihr euch einloggen, ladet euch da Silk Road runter, startet das Spiel, nachdem ihr es gestartet habt, schließt ihr es wieder und ladet euch dann die englische Media Picker 2 runter. Wie gesagt, alle Links kommen in die Videobeschreibung. Ich hoffe, es hat euch geholfen, Freunde. Ich würde mich ultra krass freuen, wenn ihr nämlich auf dem Server vorbeischaut, ohne Sprachbarriere und irgendwas. Und in dem Sinne, liebe Leute, sehen wir uns dann beim nächsten Mal.